2015 fand ein Wanderer in der Nähe von Canberra, Australien, ein vollkommen verwahrlostes Schaf. Auf den ersten Blick sah es eher aus wie eine vom Himmel gestürzte Wolke oder eine Anhängeladung voller Wattebällchen, denn die Wolle des Schafes war seit etwa 6 Jahren nicht geschoren worden. Tierschützer retteten das Merino-Schaf und es bekam den Namen Charlie. Schnell war klar, dass es die schwere Wolllast loswerden musste, denn zum einen behinderte die riesige Menge an Wolle das Schaf beim Laufen und Essen, zum anderen war diese Menge an Wolle schlichtweg zu warm für die heißen Temperaturen in Australien. Außerdem befürchteten Tierärzte, dass sich unter der Wolle Parasiten oder andere Krankheiten breit gemacht haben könnten. Erst mit Hilfe des australischen Landesmeisters im Scheren Lan Elkins und unter Anwendung einer Betäubung konnte Charlie seine schwere Last endlich loswerden. Über 42 Minuten dauerte das Scheren, normalerweise benötigt Lan Elkins etwa 3 Minuten. Nicht nur die Dauer des Prozedur war rekordreif, sondern auch das Resultat. Über 40 Kilogramm Merino-Wolle wurden insgesamt von Chris heruntergeschoren. Damit wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Der bisherige Rekord für die meisten Wolle von einem Schaf lag zuvor bei 27 Kilogramm und wurde von einem neuseeländischen Schaf namens Big Ben gehalten. Nachdem Charlie seine Wolle los war, wurde diese im Nationalmuseum von Australien in Canberra ausgestellt. Für Charlie wurde nach einigem Überleben ein neues Zuhause gefunden. Seitdem lebt er im Little Oak Sanctuary in Braidwood, New South Wales und ist mittlerweile immerhin so zahm, dass er aus einem von Menschenhand gehaltenen Eimer frisst. Auch wenn Charlies Schicksal eine glückliche Wendung genommen hat, sollte uns diese Geschichte zum Nachdenken bringen. Denn früher entledigten Schafe sich jahreszeitenbedingt selbst ihrer Wolle. Durch die Schafzucht des Menschen ist dies jedoch nicht mehr der Fall. Für die Wollproduktion beliebte Schafsarten sind daher stetig von uns Menschen abhängig geworden. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke doch auch für weitere interessante Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald!